Vor ein paar Wochen habe ich mir einen Virus im Darknet gekauft, diesen auf meinem Laptop installiert und naja, was soll ich sagen, das Ganze ist so ziemlich in die Hose gegangen. Daraufhin hatte ich euch gefragt, ob ihr es persönlich interessant finden würdet, wenn wir noch mehr Experimente machen, wo wir bestimmte Viren testen. Und eure Meinung dazu war ja mehr als eindeutig, denn so viele Leute haben sich gewünscht, dass wir das Ganze nochmal ausprobieren und genau das werden wir heute tun, denn wir werden heute zwei der gefährlichsten Computerviren auf meinem Laptop installieren und einfach mal schauen, was passiert. Diese Viren, welche wir heute testen werden, sind so aggressiv und zerstören in nur kürzester Zeit dein gesamtes PC-System. Weswegen ihr niemals irgendwas davon, was ihr heute in diesem Video sehen werdet, nachmachen solltet, ja. Das Ganze dient nur als Aufklärungs- und Bildungszweck und um einfach mal zu zeigen, was passiert, wenn man solch einen Virus auf seinem PC installiert und wie schnell schafft es dieser Virus überhaupt, den PC zu zerstören. Wir werden das Ganze über eine Virtual Machine machen, denn ohne eine Virtual Machine könnten wir auch nicht zwei Viren testen, weil wahrscheinlich der PC bzw. die Virtual Machine nach dem ersten Virus schon zerschossen sein wird. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, geht nochmal schnell in die Küche, holt euch den einen oder anderen Snack, geht vielleicht nochmal kurz aufs Klo und dann lehnt euch entspannt zurück und genießt das Video mit mir, denn wir springen jetzt direkt rüber auf den Desktop von meinem Laptop, in welchem das Ganze jetzt stattfinden wird. Ihr seht es hier und der Virus ist bereits auch schon auf dem Desktop. Er trägt den Titel RRSAW6960. Was auch immer das zu bedeuten hat, ich kann es euch nicht sagen und ich habe auch keine Ahnung. Ganz wichtig ist natürlich an dieser Stelle erstmal das Internet zu kappen, denn es ist immer sehr gefährlich, wenn du, wenn ein Virus die Möglichkeit hat, noch ins Internet zu gehen, weswegen wir die Internetzugriff jetzt auch erstmal kappen werden. Vielleicht noch eine wichtige Info und eine sehr interessante Info, denn der zweite Computervirus, welchen wir ausprobieren werden, war eine Empfehlung von einem Zuschauer. Denn ein Zuschauer hat wirklich zu mir gesagt, ey, den solltest du wirklich mal ausprobieren, denn das ist ein sehr, sehr zerstörender, computerzerstörender Virus. Und das wäre super für ein Video, wenn du das sowieso schon machst. Also, warum nicht? Einfach mal auf einen Zuschauer vertrauen und ein Virus runterladen, diesen installieren und schau, was passiert. So, das Internet ist nun gekappt. Keine Ahnung, warum es immer noch angezeigt wird, dass es verbunden ist, aber es ist eigentlich nicht mehr verbunden. Also das Internet ist aus. Und wir starten jetzt einmal mal den Virus. Das ist der Virus. Und wir öffnen ihn einfach mal. Es lädt. Es hat auch wieder ein ganz schönes Icon, ne? Mit so einem Totenkopf. Die Verbindung mit Smart Screen ist zurzeit nicht möglich. Ja, das macht nichts. Ausführen. So, möchten Sie zulassen, dass durch diese App von einem unbekannten Herausgeber Änderungen an Ihrem Gerät vorgenommen werden? Herausgeber unbekannt. Ja. Wollen wir. Was wird passieren? Es lädt. Okay, jetzt ist auch die Internetverbindung weg. Jetzt sehen wir es auch. Okay, gut. Es war einfach nicht aktualisiert wahrscheinlich. Ja, also der Virus ist gestartet. Bis jetzt passiert hier gar nichts. Ich weiß nicht warum. Aber wir lassen es einfach mal laden. Das war ja beim letzten Mal aus, so hat es ja auch ein bisschen gebraucht, bis es erstmal hochgefahren ist. Eine Ewigkeit später. Es macht auf jeden Fall das Internet an. Es versucht Google zu öffnen. Help me, my computer has a virus. Okay, das schließen wir. Rotano Desk ID has ruined your PC. Okay, schließen wir. Also bis jetzt. Ekelhafte Musik, aber es scheint alles noch zu funktionieren. Schauen wir mal. Oh, oi, ei, 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 okay. So gut sieht das gar nicht mehr aus. Oh, jetzt hat sich der Sound aufgehängt. Ja. Können wir noch irgendwas machen? Start. Start. Hallo? Start, Start. Wir können es nicht mehr anklicken. Oh, jetzt ist offen. Okay, komm schon. Nein, das geht nicht mehr. Oh, jetzt. Okay. Sicherheit. Okay, keine Chance. Okay, ich glaube. Oh nein. Alter, der Laptop wird übel heiß. Ich glaube, es zerschießt gerade komplett alles. Es ist ultra laut. Oh, seht ihr diese ganzen Pünktchen, die da kommen? Das sieht ganz und gar nicht gut aus. Oh nein.
Moment. Junge, diese Musik. Sicherheit. Ist nicht möglich. Da laufen jetzt wahrscheinlich irgendwelche Boot-Prozesse und er macht wahrscheinlich gerade mein BIOS oder so kaputt. Oh, shit. Oh nein. Komm schon, gib uns noch ein bisschen Zeit. Nochmal. Sicher. Es geht nicht. Du kannst... Ah, jetzt hier. Nein. Nein! Nein! Okay, ich glaube, ich habe keine Möglichkeit. Rotanotet Key SID. Ja, okay. Also ich sag's mal so, Freunde. Es gibt mir keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Das sieht doch alles ganz und gar nicht gut aus, was hier gerade passiert. Ich habe ein bisschen Angst, dass es irgendwie gerade kommt. Also mein Laptop ist übel heiß. Diese miese Musik. Ja, also ihr seht, was passieren kann. Und deswegen immer vorsichtig sein, was ihr öffnet im Internet und was ihr runterladet und was ihr installiert. Ja, das spammt jetzt wahrscheinlich alles voll. Alter, es ist so laut. Also, ich vermute, es spammt jetzt alles zu. Bis halt das System einfach abkackt, weil ihr seht ja selber, hier geht gar nichts mehr. Alter, diese miese Musik. Ey, aber es funktioniert noch. Mein Mauszeiger geht noch. Er geht noch. Oh, was ist jetzt passiert? Ja, ihr seht's ja, da werden die ganze Zeit irgendwelche Einträge geschrieben, ja? Deswegen öffnet sich auch immer wieder das Konsolenfenster. Oh, Junge. Was passiert, wenn wir den Virus nochmal starten? Geht das? Ich habe mal Doppelklick drauf gemacht. Es geht sogar. Komm, wir starten ihn einfach doppelt. Inzwischen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob man hier noch irgendwas machen kann oder ob wir das einfach neu starten. Und ich versuche mal, das machen wir jetzt mal. Ich mache jetzt mal die Virtual Machine aus und versuche sie neu zu starten. Okay, ich bin jetzt so weit gekommen, es hat einfach mein komplettes System gecrashed. Also es ist einfach, ja, das ganze Bootsystem war gelöscht, weswegen ich jetzt Windows neu installieren könnte. Also das System ist komplett im Eimer durch den Virus, wie wir sehen können. Und ich könnte jetzt Windows einfach neu installieren. Okay, das war Virus 1. Machen wir weiter mit dem nächsten. So, nach langem Hin und Her haben wir eine weitere Virtual Machine mit einem weiteren Virus. Und wie ich ja schon am Anfang des Videos gesagt habe, ist der zweite Virus eine Virusempfehlung von einem Zuschauer, welcher sich mit der Materie anscheinend ziemlich gut auskennt. Und er meinte, wenn du dein System so richtig zerstören möchtest, dann installier dir diesen Virus. An dieser Stelle nochmal danke. Ich weiß nicht, ob du möchtest, dass man deinen Namen nennt, deswegen fühle dich gegrüßt. Deswegen vielen, vielen Dank für deine Nachricht auf Telegram. Der Virus nennt sich 000 und ich bin übel gespannt. Ja, keine Ahnung, wir werden ihn natürlich ausführen. Das Internet ist aus und dann starten wir den Spaß mal. Es lädt ganz schön lange. Ja, er hat auf jeden Fall gemeint, die Verbindung mit Smartscreen ist zurzeit nicht möglich, das spielt keine Rolle. Ausführen. Möchten Sie zulassen, dass durch diese App von einem unbekannten Herausgeber Änderungen an Ihrem Gerät vorgenommen werden? Ja, aber ganz klar. Aber sowas von. Her damit. Ja, und er meinte, er kennt sich mit der Materie so ein bisschen aus und hat halt eben gesagt, den solltest du definitiv mal installieren, wenn du dein System so richtig crashen möchtest. Und er meinte, er ist auch relativ entertainend. Oh, wir haben ein schwarzes Bild. Hallo? Super Entertainment. Was ist passiert? Hallo? Was passiert hier gerade?
Ui, eine Straße. Das ist definitiv nicht mein Hintergrundbild. Das kann ich euch schon mal sagen. Ich habe auch unten keine Taskleiste mehr. Warum auch immer. Okay. Super Entertainment. Woo! Meine schwarz-weiße Straße. Das Bild ist wieder schwarz. Yay. Was passiert hier? Es ist halt so witzig, weil ich bin mit dieser Viren-Thematik, ich bin ja nicht so im Game. Und für mich ist das halt alles so, keine Ahnung, man schaut sich das so an und denkt sich, what? Also ist das, wisst ihr, wie ich meine? Eine der gefährlichsten Computerviren. Da bin ich ja mal gespannt. Bis jetzt passiert hier nämlich gar nichts, außer dass ich die ganze Zeit eine Straße gezeigt bekomme und auch nichts mehr ausführen kann. Also, ich kann ja auch nichts drücken oder so. Okay, lassen wir es einfach mal auf uns zukommen. Da wird schon irgendwas passieren, nehme ich mal an. Ja, schöne Straße. Super schön, ich sehe den Horizont nicht. Schwarzes Bild. Kommt jetzt wieder die gelbe Straße. Ja. Okay. Das Ding ist halt, hier ist nichts mehr da. Meine Icons sind weg. Und unten, meine Taskbar ist auch weg. Also ich kann gerade gar nichts mehr machen. So spektakulär ist das bis jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob da irgendwas kommt. Ich kann halt auch nichts drücken. Rechtsklick vielleicht. Negativ, ich kann... Okay, ja. Schauen wir einfach zu. Was anderes bleibt uns ja gerade nicht. Außer diese wunderschöne Straße zu sehen. Hallo. Ich will irgendwas machen können. Aber ich darf es scheinbar nicht. Es passiert die ganze Zeit das Gleiche. Und es ist wieder die schwarz-weiße Straße. Also das Ding ist, ab diesem Punkt ist es ja eigentlich schon so, dass du theoretisch gar nichts mehr machen kannst. Also stell dich mal vor, ihr installiert das aus Versehen. Ihr könnt gar nichts mehr machen ab dem Punkt. Natürlich könnte man jetzt sagen, lass mal PC ausschalten. Das könnten wir eigentlich jetzt auch mal machen. Was, ja, lass uns das mal ausprobieren. Was passiert, wenn wir das Ganze einfach ausmachen? Okay, Windows wird auf jeden Fall gerade neu hochgefahren. Schauen wir mal, ob irgendwas passiert ist oder ob wir vielleicht den Virus einfach schon bekämpft haben damit. Also man weiß es ja nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber wir werden es bestimmt gleich sehen. Jetzt lassen wir den PC erstmal hochfahren, beziehungsweise Windows. Okay, es ist mein ganz normaler Screen. Hallo? Oh! Okay, das hat sich definitiv verändert. You're next. Du bist der Nächste. Okay, es hat sich was verändert. You're next. Normalerweise steht da Dennis. Okay. Ist es dasselbe Passwort? Ist es dasselbe Passwort? Ist es oder ist es nicht? Das ist hier die Frage. Okay. You're next, you're next, you're next, you're next, you're next. Okay. Open me, open me, open me. Das sollen wir aufmachen. Öffne mich. Okay. Open me. Rechtsklick. Doppelklick. Es lädt. You're next, you're next, you're next. Das erinnert mich so ein bisschen an den Virus aus dem Darknet. Da sind doch auch nach dem Neustart auf einmal überall Fenster gewesen. Also ich habe das hier gerade doppelklickt, aber es passiert nichts. Open me, open me, open me. Ja. Ich kann es gerne nochmal probieren zu öffnen. Passiert nichts. Ah, jetzt lädt was. Hey. WordPad hat sich geöffnet. Ich habe das Gefühl, das hat jetzt schon das System komplett lahmgelegt irgendwie. Guck mal, wie langsam das lädt. Ich kann mal eins schließen, weil es ist, glaube ich, zweimal das gleiche, oder? Guck mal, das ist so... Oh, da öffnet sich jetzt was, okay. Warte mal, ich schließe mal das hintere, weil ich glaube, das ist, weil ich es doppelt angeklickt habe. Ja, okay. Open me, open me. Ja, was soll ich hier öffnen? Hier ist ja nichts. Es hat sich aufgehängt. Es hat sich einfach aufgehängt. Ja, wir können es ja mal offen lassen. Was können wir hier noch machen? Können wir hier irgendwie was öffnen? Das geht noch, okay. Können wir...
Was ist, wenn wir eins und Teil davon anklicken? Ach, dann öffnet sich auch einfach nur das. Kann ich hier was eingeben? Hallo. Ich schließe es einfach wieder. Nicht speichern. Das war's? Also, passiert jetzt noch irgendwas oder war's das einfach? Ich kann die Datei gerne nochmal öffnen. Open me. Keine Ahnung, warum soll ich das aufmachen? Was soll ich denn hier reinschreiben? Ist das jetzt wie so ein Spiel und ich soll jetzt irgendwas eintippen oder was soll ich tun? Ich bin total überfordert gerade. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich kann mal hier noch so ein Teil öffnen. Keine Aktion erforderlich, sagt anscheinend der Bedrohungsschutz. Da bin ich anderer Meinung. Schnellüberprüfung. Gucken wir mal, ob der irgendwas findet. Also laut dem Programm gibt es keine Bedrohungen, was ich nicht glaube. Aber was wir machen werden ist, einfach neu starten und gucken, was passiert. Wir starten das System einfach mal neu. Und gucken, ob das von Neustart zu Neustart schlimmer wird, so wie damals bei dem Virus, welchen wir aus dem Darknet gekauft haben. Oder ob es das einfach war. Okay, das System ist wieder hochgefahren. Ich sehe meinen Mauszeiger nicht. Okay, steht immer noch Your Next dran. Lassen wir es halt jetzt einfach mal so. Aber schauen wir mal, ob sich irgendwas verändert hat. Weil wenn nicht, dann war es das halt einfach, ne? Dann keine Ahnung. Also, ob das auf Dauer einfach irgendeinen Schaden anrichtet. Okay, es hat sich was verändert. Wir haben keinen Papierkorb mehr. Also es hat, und dieses Open Me ist auch weg. Ist jetzt irgendwas Neues hier? Oder war es das? Aber sonst, ich weiß ja nicht. Also danke für die Empfehlung, aber es passiert halt einfach nichts. Keine Ahnung, was passieren soll. You're next, you're next, you're next. Aber wirklich viel mehr passiert hier halt nicht, ne? Das ist ultra langsam, das System, ja, okay. Ich habe auch gefühlt vor 5 Minuten hier gerade drauf gedrückt und es passiert nichts. 2000 Jahre später. Okay, schwarzes Bild. Oh, jetzt lädt's. Weißes Bild. Hallo? War's das jetzt? Hä, jetzt kommt die Straße wieder. Okay, ich check's nicht mehr. Hä? Warum kommt denn jetzt wieder diese Straße? Also, ja, was soll ich sagen? Keine Ahnung, danke für die Virusempfehlung, aber ich weiß nicht. Also, es scheint irgendwie... ich sag mal so, das System ist auf jeden Fall infiziert, das ist offensichtlich, aber... es passiert nichts. Also, keine Ahnung, das ist jetzt, das ist ausgegangen und jetzt bootet es irgendwie neu und es bootet irgendwie schon seit, keine Ahnung, wie lange. Ich habe jetzt auch einen Cut gemacht, es tut mir leid, aber es bootet einfach die ganze Zeit. Keine Ahnung, ich hole mir jetzt einfach mal einen Tee in der Zeit. Schauen, wie es danach aussieht. Ein paar Sekunden später. Oh. Tee. Und das sieht aus, als hätte sich hier immer noch nichts geändert. Hm. Ja, keine Ahnung. Was soll ich dazu sagen? Ich glaube, das war's. Also wirklich, ich glaube, das war's einfach. Vielleicht ist es das einfach, aber es war wirklich sehr unspektakulär. Aber das scheint es gewesen zu sein. Okay, Freunde, das war's auf jeden Fall mit dem Virusexperiment. Also ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob es das jetzt wirklich einfach war. Es hängt jetzt einfach im Launch-Prozess. Also es hängt einfach immer noch dabei die ganze Zeit. Das Windows-Symbol und eben dieses Ladezeichen. Mehr passiert nicht. Ich habe keine Ahnung, ob es das wirklich war. Also, I don't know. Die Person hat gesagt, es ist mega, mega spannend und es zerstört alles. Ja, gut. Also ich denke auch, dass das System wahrscheinlich jetzt hinüber ist, weil es bootet einfach die ganze Zeit und es passiert nichts. Also ich denke mal, das war's. Aber so spektakulär war es nicht. Also es war schon witzig, ja. Wenn man mal überlegt mit dieser Straße und dann hat sich's aus, haben wir es ausgemacht, haben wir es nochmal angemacht. Auf einmal ist dein Profilname Your Next. Und überall sind diese Symbole mit Your Next, Your Next, Your Next. Ja. Ja. Nachdem mir gesagt wurde, dass es mega spannend ist und sehr spektakulär, dachte ich, boah, da kommt jetzt irgendwas Krasses auf uns zu. Ja, okay. Also da fand ich den ersten besser. Ja, nichtsdestotrotz, ich werde jetzt die ganzen Sachen hier mal zurücksetzen und gucken, dass das hier auch wieder alles läuft. Es lief ja heute auch, wie gesagt, alles über Virtual Machines, weil es wäre ja sonst gar nicht möglich gewesen, 2 Viren zu testen, weil nach dem ersten Virus das System ja schon kaputt war. Nichtsdestotrotz, das war's mit dem Video. Sehr viele von euch hatten es sich gewünscht und ich dachte, das
Machen wir auf jeden Fall, wenn ihr da Bock drauf habt. Wie gesagt, ich bin immer offen für neue Sachen, auch für neue Experimente. Deswegen, wenn ihr Bock auf irgendwas habt, schreibt es bitte immer in die Kommentare. Schickt mir eine Nachricht auf Instagram oder so. Ich lese es immer sehr, sehr gerne und versuche es natürlich auch immer alles zu berücksichtigen. Wie jetzt zum Beispiel auch in dem Fall, hatte ich ja auch gesagt, hey, wenn ihr Bock habt, probieren wir sowas nochmal aus. Und ja, die Anfrage wäre sehr hoch, deswegen schreibt gerne in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Wenn ihr Bock habt, dass wir sowas nochmal machen, könnt ihr mir natürlich auch gerne reinschreiben. Können wir definitiv auch nochmal ausprobieren, so ein paar Computerviren. Aber das soll es auf jeden Fall mit dem Video für heute gewesen sein. Danke fürs Einschalten, meine Freunde. Hat mir sehr viel Spaß mit euch gemacht. Ich liebe euch über alles, ihr seid die Besten. Aber ich denke, das wisst ihr inzwischen selber. Ich sag's ja eigentlich auch oft genug. Wie auch immer. Bleibt gesund, meine Freunde, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand's sehr interessant. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Zudem möchte ich mich an dieser Stelle wieder bei meinen Patreon-Mitgliedern bedanken, besonders der Stufe 2 und 3. Und das wären Alina Eisentraut, Andy 1323, Bibi Spooky Gamer Girl, CX Sensa, Dave, Major Kai, Michael F., Patrick und Jenny 2017, Pyrojan 95, Rexy TV, Saskia Pfeiffer, Sonat Ümit Chakir, Tonbi 27, Jakobi, Totti Botti, Verena, Alberer, Yasuchan, Yvonne, Aliokto, Angelina R., ASMR Ruby, Babsi Butterfly, Brody's Rainbow, Claudia Stetter, Daniel, Daria, DG85, Ehren, Blü, Ella, Enga, Fabienne, Janitza Würsching, Fluffy, XO, Gaba 192, Giuseppe Corrado, Gohard, Yannick Peters, Jennifer Karg, Jenny Doe, Joanne M., Joel Schnell, Kai, Kassi, Kilian, Kim S., KK, 1987, Cool Rap Car, Lea, Lil Peep, Part 1, Madia, Ahmed, Mandy, 172, Markus Pyrasch, Markus Hübner, Matthias, HM, Max, Maximilian Hanke, Meier 5000, Michael, Mira Jane, Nancy Koch, NecroV1, Nico Hund, Nini, Noah Jones, Leitenbauer, NW, SHTZ, Passi, Philipp, Release, Rick, Sangis Angelus, Sina Beck, Cindy Waschke, Struppelhaar, Susi Novakovic, Sven Schulz, Thiago Fernandes, Tom K., Xenia, Yolandi, Neko, Kati, Zephi Rau und Zero Hour. An dieser Stelle natürlich wieder vielen, vielen Dank für euren Support. Ich bin euch unglaublich dankbar.